Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Finally Part 30. Jawohl, 30 Parts schon von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nicht 3D, oh nein, da. Ich wollte jetzt gerade so einen geilen Sprung ins Portal machen, aber das lasse ich mal, wenn da unten das Herzcontainer liegt. Nicht, dass ich da reinspringe. Okay, ich habe hier eh einen Safe State, aber trotzdem. Es sind schon ganze 30 unglaubliche Folgen, seit wir mit diesem Projekt angefangen haben. Und es macht immer noch unglaublich Spaß. Und falls sich mal wundert, warum ich so rede, wie ich rede, ich bin immer noch erkältet, beziehungsweise krank und ja, darf nicht aus dem Haus wegen dem Arzt und eigentlich darf ich kein Training machen. Natürlich mache ich ein kleines Training, weil ich ohne einfach nicht kann, psychologischer Grund, und mir geht es einfach besser, wenn ich ein bisschen was mache, also so 15 Klimmzüge am Tag, ein bisschen 15 bis 20 Sekunden oben halten, ein paar Beinabstemmübungen, ein paar Sit-Ups, paar Liegestütze. Das größte Problem ist eigentlich, dass mein Handgelenk links durch die ganzen Liegestütze so verbogen sind. Jetzt hat nicht was drauf und Fäusten, weil selbst da tut es jetzt weh, so kaputt gemacht habe ich mir so irgendwie. Wird schon mir okay. Aber hier geht es jetzt nicht ums Training. Los geht's. Devius. Ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Du, wie gesagt, ich habe eine Freundin und Zelda und so wie ja und ach, meine Freundin ist der Hauptgrund. Soras Reich und seine Wohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Warum nicht jeder, der den Link verschossen ist, automatisch eine Weise? Das können wir als Sehung weisen. Oh, hat niemand gehört. War kein Spoiler drin. Als mein Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Ah, naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Andere schreibt man groß. Mein Deutschlehrer hätte es mir rot angestrichen. Okay, er hat mich dafür angelächelt. Weil ich da mit letzten Diskussionen habe, ob man beide groß schreibt, sagt's mir mal. Als weises Wasser ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du suchst nach Prinzessin Zelda. Was bringt es denn jetzt ohne das Amulett, den was beschützt denn der den Eingang? Wenn man alle hat, kann man was? Ja, die Macht und da ist so was Reich beschützt ist, aber was bringt's noch? Gib es zu, du kannst nichts von mir verheimlichen. Ja, hat die ein Sixpack? Prinzessin Zelda, sie ist am Leben, ich spüre es. Also lass dich nicht entmutigen. Lass mit scharf essen. Genauso scharf wie du. Wenn ich dich mit leckerem Chili-Pulver würze und geröstet über einem Rostbraten. Holzkohle. Entschuldigung, Otto. War nicht so gemeint. Ich werde dir keine Krete, Krumen, keine Schuppe reißen. Okay, jetzt konzentriere ich mich mal wirklich nur auf den Text. Tut mir leid, ich rede schon hier viel zu viel Scheiße. Ich weiß, ich würde nichts aufhalten, deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett, trage es mit Würde. Das ganze Glaube hätte ich danach noch machen können, nicht diese epische Szene im Heiligen Reich unterbrechen müssen dafür. Was quatschen müssen. Sorry übrigens für meine Audioqualität, diese Scheißbank. Ja, ich habe jetzt extra etwas lauter geredet. By the way, die Folgen, die ich krank bin, sind Pokémon 2 und 3, Folge 2 und 3 und jetzt eben die. Das Amulett des Wassers. Rute gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Wuhu! Nice. Ich wollte jetzt schon mir pünktlich sagen, wann der Name kommt, aber ich habe jetzt einfach weiterhin. Wenn du Ski triffst, danke ihn von mir, okay? Ah ja, weil ich gerettet hat. Ansonsten hat der keine Bedeutung für dich, oder? Sagst du nicht selber das noch da? No Spoiler. Ah, der halb ausgetrocknete See. Schade, ich das halb ausgetrocknet. Okay, wow. So viel zu ausgetrocknet ist, halb. Wollte schon fast sagen, schade, dass er halb ausgetrocknet ist. Das Wasser steigt und das Böse verlässt und scharf ist den See. Devius, du hast es geschafft. Na klar, was hast du alles erwartet, Bro? Ist Bro richtig bei dir? Oh! Oh Mann, redest du von mir? Warte, was ist dieser Kratzer im Moment? Woher kommen die? Okay, das würde ich gerne mal wissen. Steht das in der Hyrule Story? Weiß einer von euch was gerne in die Kommentare? Rute wollte sich bei mir bedanken. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Auch in ihrem Namen, falsch betont. Schau, Devius. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Ja, eigentlich habe ich es besiegt und sie hat mir nur gezeigt und ist auf einmal verschwunden. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor und sie hat mir fast nichts gezeigt, außer was meinem Wasserstand senken kann. Und eben. Ha, schön ruhige Musik. Sheiks Theme ist wirklich eines der besten Stücke. Nein, ich habe jetzt erst während diesem Let's Play. Das ist wirklich, das Let's Play bringt nochmal richtig viel. Weil ich es früher halt nicht so gründlich durchgezockt habe. Also nie so unter Zeitdruck und so an einem Stück sind immer. Ach nein, Chi, komm schon. Ich dachte, wir haben jetzt wieder ein bisschen. Oh,
Zumindest hat es uns diesmal nicht komplett. Link, nein, hinterher! Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Komm schon, Link. Alter, der Frosch, Mann. Wollt ihr uns damit irgendwas sagen? Nee, aber vorher habe ich halt immer da am Tag, dann 20 Stunden da und aber nie in einem Stück. Hier steht doch irgendwas, ne? Wenn das Wasser den See ausführt, ziele auf die Morgensonne. Von da oder von hier aus? Ich probiere es erstmal von hier aus. Betonung auf Zielen. Fuck, komm schon, sag mir nicht, die Morgensonne ist vorbei. Ah, ich will nicht warten. Andere Richtung war doch richtig. Ah, was ein Fail. Was ein Fail. Leute. Was fail ich hier gerade wieder rum? Sag mir bitte, es zählt noch als Morgensonne. Nein, natürlich nicht. Werden wir es jetzt anders machen? Ich habe keine Feen mehr, fällt mir gerade auf. Könnt noch mal reingehen, mir holen vom Boss vom Boss Room, aber rechts unten oben. Rechts unten oben. Ah, genau, ich erinnere mich gerade, wie ich das damals auf dem N64 auf den gelben Knöpfe eingegeben habe. Auch wenn jetzt halt vertauscht ist, weil gelbe Knöpfe war eigentlich rechts. Bei Legend of Zelda. Ocarina of Time. Und nochmal selber. Rechts unten oben, rechts unten oben. So, gut, dass die mich immer zum Morgen anfangen und zum, also zum Sonnenaufgang, zur Dämmerung führen. Oder es ist Etappenwahl. Nee, sehr gut. Sehr gut, jetzt habe ich genau die Sonne erwischt. Was ist da gerade ein Herzteil? Nee. Man kommt hier auch nur das, was ich denke. Yep. Dafür war die Plattform da. Dann bekommen wir die ersten magischen Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob die alle optional sind, bis auf die letzten. Und von daher weiß ich auch nicht, ob ich die auch alle mache. Oder ich mich da irgendwie durchglitsche, um das Projekt schwer durchzukriegen, weil da gibt es einen netten Glitch, habe ich mal gehört. Nein, Link. Kann man mit B schneller schon? Kommt mir zumindest so vor. Und es wird in manchen Speedruns benutzt. Danke, Navi. Ich weiß, dass dein Item ist. Zack. Sehr schön. Nice, die Feuerpfeile. Platziere sie auf C, um abzuschießen. Ah, um abzuschießen. Kann ich euch auch mal kurz zeigen. So sieht es dann aus. Und wieder mal speichern. Und das Problem in Anführungszeichen bei dieser Sache ist, man sieht man so, sie verbrauchen, je länger man wartet oder nur bei der Benutzung. Also weil ich glaube, nur bei der Benutzung verbrauchen sie Energie. Dafür haben sie Feuer, machen mehr Schaden. Hier fliegt doch irgendwo so ein dummer Adler rum. Ich war mega gut im Aim in 3D-Teil, da konnte ich einfach mal so ein Scheißraben von hier aus, also von so mega weiten Entfernung treffen. Aber anscheinend kriege ich das nicht. Ne, das kriege ich hier nicht hin. Nicht ohne meinen halben Pfeilvorrat zu verschießen. Ich war in meiner Hochzeit am 3DS, also Zelda OOT am 3DS, habe ich echt solche Gegner aus. Also ich wette, ich könnte heute noch auf dem 3DS, aber halt hier nicht, vor allem nicht mit dem Xbox-Controller. Ich stand teilweise echt minutenlang hier, hab diese Gegner da hinten irgendwo, noch weiter hinten, da ist ja noch einer beim Haus, gesniped, nur um, so wechseln wir übrigens wieder, einfach nur aus Langeweile und hab mir dann immer wieder eine Pfeile gekauft. Moment. Ja, schon besser.
Aber ich glaube, es ist auch das Zielgefühl und so war anders. Also ein bisschen besser. Normalerweise hat der Pfeil ja einen Drop nach einer gewissen Distance. Ich bin ja Bogenschütze. Ich sollte mal wieder ins Training gehen durch Krankheit und ein Termin ist jetzt die letzten zwei Wochen für mich ausgefallen. Habe ich jetzt auch ein Turnier verpasst durch die scheiß Krankheit. Verdammt. Das kostet mich jetzt in der Turnierreihe ein paar Punkte. Ey, das zielt viel höher als ich. So hoch jetzt dann doch nicht. Alter, ich habe da jetzt gerade voll den Ehrgeiz drin. Oh, komm. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe gerade echt 15 Pfeile. Okay, was sollen wir machen? Ich werde jetzt ein paar Büsche zerhacken und versuchen, meine Pfeile wieder zu bekommen. Schade, ich wollte eigentlich meine Wirbelattacke wieder machen. Nein! Nein! Oh, danke, Link. Danke, Kumpel, ich wollte nicht schwimmen. Nein! Oh. Daneben doch. Da oben ist die Eule, die uns irgendwo hinbringt. Oh Mann, ach nee, das war ja mal später, oder? So, was husten gerade. Oh Mann, dieses Pfeiltraining. Pfeile. Man kann übrigens in diesem einen, also wenn ich Brück weitergegangen wäre, wäre diese Mittelinsel da gewesen. Wenn man das wegschiebt, ist da glaube ich irgendwo ein Loch oder Bombe legt oder so. Und da kann man Pfeile kaufen. Bei einem Dekohändler, aber oh, oh, Pfeile. Wir wissen ja alle, was Pfeile bei Dekohändler bedeutet. 30 Stück, 70 Rubine oder so. Also ich vermisse ein bisschen aus Minish Cap wirklich so die Rollstichattacke. Was ich natürlich auch mega cool finde, ist hier diese, die wir rausgefunden haben. Na, komm. Ich kann sie anscheinend nicht mehr so gut. Ah, da ist sie. Da war sie wieder. Jetzt haben wir immerhin wieder 10 Pfeile dazu bekommen. Und, wir nehmen jetzt mal die Strecke. Rein theoretisch könnten wir ja, wir müssen eher vielleicht eh klein werden, dann können wir vielleicht, wenn es das kommt, was ich denke, können wir jetzt die Kakariko-Quest nachträglich machen, wo wir eine dritte Flasche bekommen. Was sehr hilfreich wäre. Fuck, ich hätte Pona eigentlich rein ritschen holen können. Aber egal. By the way, da, wenn man da ein Loch springt, ist da auch noch irgendwo ein Secret, also zwischen diesen Zäunen. Aber ich weiß ja jetzt nicht, ob ich es jetzt mache. Demonstriere. Zack. Ich habe leider das Lied mal wieder vergessen. Irgendwie immer nach Tempeln, oder? Oben, rechts, links, doch ganz simpel. Oben, rechts, links. Verdammt, jetzt hat es ein falsches Lied gespielt. Jetzt weht natürlich Kamin. Oben links rechts, ich bin schon blöd links und rechts verwechselt. Da kommt ja schon unser treues Pferd. Jetzt können wir mal wieder reiten. Link betrachtet sich dabei schön wieder selbst. Soll ich dazu irgendwas sagen? Warum kommst du von da? Wir haben dich da hinten irgendwo abge... Warte mal. Kommen wir da drauf? Nein, nein, nein. Ich möchte jetzt ausprobieren, ob ich da, ob ich auf dem Pona drauf. Natürlich. Und hopp. Nein, ich tut mir leid, Leute. Ich mach gleich wieder ordentlich weiter. Aber ich möchte jetzt wissen, ob ich das hinkriege, auf dem Pona drauf zu springen. Also mich nicht auf sie zu setzen, sondern einfach nur so auf sie. Na, man rutscht ab oder bin ich jetzt so blöd? Echt sorry Leute, aber ich weiß echt nicht, was mit mir los ist, aber ich habe gerade voll so Ehrgeiz, was auszutesten.
Ich hätte mir, glaube ich, nicht so viele Glitch-Speedruns anschauen dürfen. Nee, das war ein Ticken zu früh. Zu weit. Oder schön den Hintern getreten. Oh, Leute. Die Zeit, die ich immer wieder gerade mit Scheiße verbringe, weil ich ihr auf den Hintern vertrete. Knapp. Ich glaube, es geht gar nicht, aber ich muss das jetzt ausprobieren. Das ist eine Pflicht als Zelda-Spieler, diesen Glitch zu finden. Okay, mir ist es langsam zu blöd. Ich probiere es jetzt noch einmal. Okay, nee. Aber da ist noch ein Loch. Hier ist nochmal so ein Teil. Rubine. Keine Ahnung, ich habe es euch angewöhnt, ich muss Items immer einsammeln, wenn sie irgendwo runterfallen. Es waren hier Dekohändler, Feenquelle, so ein Kistenteil, Käfer, so ein Kistenteil. Da kommen wahrscheinlich Rubine raus, deswegen werde ich es nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob es Bienen schon gibt, aber Rubine kommen da auf jeden Fall raus. Oder ob Twilight Princess und Bienen das besch... Epona! Mann! Deine Mitte ist übrigens auch... Oh, nice. Unendliche... Also wenn jemand Geld sucht, 50.000 mal da rein und dagegen und ihr seid reich. Sofern auch Geld so groß genug ist. Jetzt möchte ich aber noch ausprobieren, hier... Müsste es ja eigentlich, wenn ich noch richtig Erinnerung habe, so da. Okay, aber dann haben wir echt genug Quatsch heute gemacht, dann machen wir wirklich weiter. Ja, wusste ich doch. Da war noch schon was. Ein Dekohändler. Ich habe mal wieder die scheiß Tasten verwechselt. Scheiß Viech. Ich bin bezwungen, verschone mich. Der verkauft hier ein Herzteil für 10 Rubine? Junge, weißt du, was so ein Herzcontainer am Marktwert bei in Spirit Tracks oder Twilight Princess bei Terry wert ist? Terry? 2000 Zacken! Ein Herzcontainer ist 4 Herzteile, bedeutet, du kannst 500 Rupees dafür verlangen und du willst es mir für 10 Rubine, nur weil ich dich bezwungen habe? Und das während einer 3 Herzen Challenge? Nee, das ist ja nicht random, aber trotzdem. Tut mir leid, Junge, darf ich nicht. Was? Nein! Nein! Nein, 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 nein. Okay, Leute. Okay. Ich habe zwar B gedrückt, aber aus irgendeinem Grund meinte das Spiel mir A zu drücken. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen Cut setzen und die ganze Scheiße nochmal machen, aber... also, was ihr nicht mitbekommen ist, also bis gleich, Leute. Ja, da sind wir wieder nach einem kleinen Cut. Falls ihr euch jetzt wundert, warum bin ich nicht mehr in etwa Köhle. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nochmal neu gemacht und habe mich überlegt, mir überlegt, damit ich jetzt nicht zu noch mehr Probescheiße verleiht werde, springe ich erstmal auf. Kann mit Epona da? Nein. Epona und wir gehen ab los dahin, wo ich denke, dass wir müssen. Anyway, früher habe ich das Angelspiel geliebt. Ich habe Stunden in diesem Angelspiel verbracht. Und ich habe immer versucht, aus dieser kleinen Felsecklücke, die da zwar irgendwie zu entkommen. Hier kommen wir übrigens nur mit Epona drüber. Uhuhu. Yeah, nice Puna. Ich habe es geliebt, über die hylianische Steppe zu laufen und 3D-Ableger dann in der Grafik wieder und es ist so schön hier. In der Kindheit konnte ich ja noch nicht, aber auf Autofahrten habe ich dann immer mega lange hier das Spiel eben gespielt. Da dürfen wir dann auch irgendwann hin, da müssen wir jetzt noch nicht hin, die muss ich shit, da ist ein Ab. Hier kommt man Glitch aus, das weiß ich noch, da kommt man irgendwie mit dem Puna drauf, wenn wir seitlich... Moment, ich muss doch ausprobieren. Das habe ich schon im 3DS-Teil festgestellt. Ob das jetzt noch geht, weiß ich nicht. Aber wenn man sich richtig anpirscht und dann so seitlich hinstellt, kann man es eben schaffen, auf diesen Teilen zu landen und dann so schräg dazustehen. Aber okay, genug über Glitches geredet heute.
Kann ich mit der Krone eigentlich? Weil sieht mir sehr verdächtig aus. Oh. Oh. Ist das eins, was ich für das Herzteil brauche? Aber ich brauche das Herz ja nicht. Ich brauche nur die Flasche. Obwohl doch, ich glaube, das brauche ich für die Flasche. Die anderen brauche ich fürs Herzteil. Weil das bringt mir 100 Punkte bei 500. Die haben nur 10. Also bist du. Ich hoffe, es ist jetzt noch da. Fuck, wo ist das Teil hin? Nachtschwärmer, glaube ich, halt die Teile. Komm schon, Kollege, ich nehme alles zurück. Ich brauche... Da ist er. Epona. Das ist nicht der Vorteil von dir. Sehr gut. Wenn es jetzt nur ein Irrlicht ist... Nein, Link, 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 ich möchte absteigen. Danke. Es müsste doch ein Irrlicht sein. Ein... Nachtschwärmer, sehr gut. Dann jetzt doch wieder erstmal ein bisschen nebenbei arbeiten. Wow, die ganze Zeit jage ich in meinem 3DS. Es hat wirklich ewig gedauert, diese Scheißteile zu jagen. Okay, ich bin jetzt auch älter, bin dann besser, aber trotzdem. Boah, das hat mich immer zu langsam. Aber jetzt einfach so, wo ich sage, nö, jetzt brauche ich nicht, und dann kommt dann natürlich. Was hätten wir auch anders erwartet? Schön, die Steppe. Diesen Suchung gehe ich echt selten. Fällt mir ein, wir müssen die Masken-Challenge mal wieder machen. Und es gibt doch so viel zu tun in diesem Spiel. Es gibt nicht nur einen linearen Raumstopp-Story, nein, es gibt 50 Millionen Sidequests. Und Majora's Mask hat ja auch riesige viele Sidequests, große, diverse, verschiedene. Aber trotzdem ist Majora's Mask nicht mal ansatzweise mein Lieblingsteil. Wisst ihr, ist noch nicht mal mein Top 5, wer das Video gesehen hat. Es hat nur 2 Likes, was mich sehr gewundert hat für ein Special-Video, was am 6. Februar rauskam. Also mich und Falka. Natürlich. Natürlich. Nee, das war ein Irrlicht, das war ein Irrlicht. Das war ein Irrlicht. Das brauche ich ohne mich zu irren nicht. Das sind nur 10 Punkte und. Aber erstmal mache ich davor einen kurzen Safe State. Weil ich will nicht nochmal ein Herz umsonst bekommen. Deswegen, zack. So. Na mein Junge, hast du ein Irrlicht? Einen Nachtschwärmer erhältst du 50 Rubine sowie 100 Punkte. Jawohl, ich habe einen Nachtschwärmer. Sag mal, was hältst du hiervon? So ging es doch gut, nicht, dass ich ihn jetzt freilasse. Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich, das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Ich hab mal wieder voll. Obendrein erhältst du nun 100 Punkte auf deinem Nachtschwärmerkonto. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine Genie, auch sogar 1000, fuck. So, gut, aber dann gibt's auch zumindest kein Herzteil. Selbst ob ich das jetzt mache, um die vierte Flasche anzubekommen, es wäre halt schon nice. Ein Fight gegen Ganon. Okay, ich muss sagen, meiner Hoch 3DS-Zeit, warum mache ich das? Einfach nur aus gewohnt. Oh, da fällt mir ein. Ah, muss man mit dem Enterhaken kommen, dann immer hier so rüber wechseln. Auch so hobbylose Beschäftigungen, die ich dann einfach so gemacht habe, während man durchspielen. Habe ich es kaputt gemacht, indem ich zurückgeklebt? Nice. einfach so ein paar hobbylose Sachen, die ich erneut gemacht habe. Und jetzt erstmal wieder das. Ich habe so das Gefühl, wir machen heute nichts Sinnvolles. Epona. Schön, stehst immer noch da und trabst ins Wasser rein, oder? Nee, doch nicht. Wenn du jetzt aufwirst und mich fast runterwirfst, nur um dann zurückzutraben, dann trabe ich nochmal schön rein. Sehr
Sehr gut. Braves Brunnenleinchen. Schnell weg von diesem düsteren Ort. Na, komm. Da war der Ekostock. Wir erinnern uns. Ich weiß, du kannst hier nicht lang. Deswegen scharfe Vollbremsung. Vollbremsung heißt nicht B drücken, Dennis. Mein lieber Dennis. Yeah. Nice. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich diesen Part mache, um ehrlich zu sein. Wie lange schon geht. Ich glaube, er müsste jetzt zu 20 Minuten gehen. 25 mache ich maximal. Oh, fuck. Doch, hier musste ich. Shit, diese realistische, ultra-realistische Feuertextur verbrennt Kakariko. Das ist nicht gut. Ist das Haus des Skulpturas, die da in Flammen steht? Ja, es steht auch in Flammen. Der Berg steht anscheinend auch in Flammen. Der ganze hintere Kakariko steht in Flammen. Und links, und schick shit gechillt da vorne, anstatt zu helfen. Du eitler Sack. Komm, Link, die knöpfen wir uns vor. Und jetzt nochmal weg. Pop. Stimmt, die Schick haben das Dorf ja erbaut. Was sagst du jetzt? Also Impact. Zurück, Devius. Oh. Danke, mein Kumpel. Aber wenn ich zurückgegangen hätte, hätte ich dieses Telefon erwischt. Was meinst du? Warum gehst du in Kampfstellung? Oh je. Schick! Schick, ist alles okay mit dir? Schick! Au, voll auf die Phrase. Ey, Homie, ist alles okay mit dir? Yo, Bruder, alles klar, du Heilige. Stimmt, den Bosskampf gab's ja nicht mehr im Manga, das ist schon wieder 4 Jahre her. Muss ich ihn wirklich bekämpfen oder erst später, wenn er wieder im Brunnen geht? Spoiler. Sorry. Okay, da kann ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern. Also wie der Kampf abläuft. Halt ein, Dennis. Ach nee, da geht Kampfstellung auf. Au, das klingt jetzt wie eine leichte Tiervergewaltigung. Aber okay. Ich frage mich, was der dran uns angestellt hat. Warum wir deswegen einen Zensierbalken bekommen haben. Hauptsache, die Mühle dreht sich weiter. Yes. Das Feuer ist gelöscht. Der Schatten scheint doch nicht so böse gewesen zu sein. Wusste ich doch, es ist kein Kampf. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Du auch, Kollege, du auch. Ist das überhaupt ein Kollege? Seine Form ist so weiblich. Keine Ahnung. Deus, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf dem Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Warum baut man dann hier direkt ein Dorf hin? Okay, günstige Lage, schön im Tal, warmer Berg, der dann ausbricht, das Dorf bedroht. Ja, aber warum der Schatten? Egal. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker. Warum wohl? So, das mit Schaff ist das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt kommen konnte. Jetzt fehlt da dieses Holzteil zum Eimer runterlassen. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Devius, Impa ist einer der 6 Weisen. Spoiler! Spoiler! Vernicht den Schattendämonen, rette Impa. Jetzt genießen wir noch all das Fame von Sheik. Mit Hühnergacker im Hintergrund. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Okay, Homie. Spiel die Nocturne des Schattens. Okay, nicht mit zum Dennis. Ach komm, scheiß Controller. Komm nochmal. Ja, Controller ist gut, aber halt wegen diesen seitlichen Funktionen. Ich hab einen Runden gedrückt. Yes. Nice. Endlich. Ich mich darüber mittlerweile freue. Ah, wie Links Schild einfach so hängen. Und immer diese freundschaftliche Beziehung zwischen Sheik und Link. Ich bin früher noch gar nicht als Kind so aufgefallen. Also erst seit dem Manga und jetzt seitdem. Ist da ein Loch, wo ein Herz ist? Ja, ich weiß. Vielleicht mache ich so ein Herz zersammeln nach dem LP, weiß ich auch nicht. Du hast die Doktorin des Schattens erlernt. Wie ich hier gerade sitze. Wie so ein LKW-Fahrer, den einen Arm auf den Tisch, mit dem anderen Arm stütze ich so und nachdenklich über das Gesicht. Der Controller hängt unten und ich drücke nur auf A, ohne hinzuschauen. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Demis. Ist ja ein Wireless-Controller. Falls jemand sich wegen des Wunden hängen fragt, meine ich halt einfach so lässig in der Hand. Die sich wie ein LKW-Fahrer auf.
Hör doch auf mit deinen Blitzbomben, Hecht. Ich glaube aber, um das war blöd, genau das Item zu bekommen, was wir für den Dungeon brauchen, ja, müssen wir nochmal Kind werden. Deswegen machen wir es jetzt anders. Schön im Blitz. Bevor ich mir aber noch ein paar Feen, nur ein Lied fehlt müssen. Ach shit, das ist ja das da. Oben rechts, links, oben. Oben rechts, oben. Links, rechts, oben. Oben rechts, oben. Rechts, links, oben. Oben rechts, oben. Unten rechts, links. Ah, ich habe mich glaube ich nur zwei, dreimal vertippt hintereinander. Also wieder so falsch Taste gedrückt. Aber ich wollte es nicht nochmal nachschauen, weil ich habe es ja richtig eingegeben. Da war ich mir relativ sicher, oh, wie man da so ein bisschen immer wieder alles durchsehen kann. Finde ich aber eigentlich ganz nett. Was gibt dem Spiel so ein bisschen Charme. Ist auch ein 3D-Teil noch möglich. Ich habe übrigens sehr viele Glitches drin gelassen in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Nur, einfach nur den Feeling und das Glitch. Spielen mit das Rohspiel mit Glitches noch drin. Ist da gerade eine neue Ebene geladen? Einfach so. Ja, das lädt wirklich. Ach, habe ich doch schon mal festgestellt. Ja, da wird es das letzte sein. Wir werden das erste Mal wieder zum Kind werden, seit wir erwachsen geworden sind. Ist auch was Neues, was nur in diesem Spiel geht hier. Nicht Real Life. Und deswegen kommen wir in diesen komplett nostalgischen Moment, wo wir das Schwert reinrammen. Nicht in Zelda diesmal, das Master Schwert. Und jetzt können wir die blauen Rüstung nicht mehr tragen, der Bogen auf, ist dann noch die Schleuder. Ach ja. Hallo, du Feuerwehr, Polizei, irgendwas Auto. Warum störst du meine Aufnahme gerade? Bist du auf einem Noteinsatz? Das passt. So, da werden wir wieder links und schön wie seine Falten. Ja. Es gab auch irgendein Glitch. Ich habe früher voll versucht, das Spigoronenschwert reinzustecken. Es wurde immer wieder normal. Spielverderber. So. Na, schau da bitte genau hin. Na, ich würde das gerne perfekt positioniert haben. Link, bitte nur für den Dreh. So. So, Leute. Mit dem Master Schwert im Hintergrund und wieder mit Kindgestalt. Was ist dann für diese Folge? Bewertet sie doch. Tut mir leid für den vielen Quatsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit Au. Bye.